Hallihallo, ihr Lieben, willkommen zu den Specials von Let's Go Pikachu. Wir haben ja das letzte Mal Let's Go Pikachu abgeschlossen, sind Champ geworden. Schaut dafür gerne im letzten Video vorbei, dem XXL-Part, der euch hoffentlich so gut gefallen hat, wie er mir Spaß gemacht hat. Und wir werden jetzt noch so, je nachdem, 2, 3 Parts aufnehmen. Wir werden einmal uns noch natürlich die Azuria-Höhle mit Mewtwo anschauen. Und wir werden natürlich einmal noch nach Zapdos schauen. Und dann gibt es vielleicht noch 2, 3 Specials, die ich geplant habe. Aber mehr dazu dann, wenn es soweit ist. Oh, jetzt habe ich Nico weggeklickt. Hey Liz, ich komm mal hoch. Morgen, Champ von Kanto. Na, gefällt es dir, so angesprochen zu werden? Gewöhne dich besser nicht allzu sehr an den Tinte. Wenn ich erstmal in Fahrt gekommen bin, gehört der Ruckzuck mir. Aber das ist erstmal egal. Hast du auch schon von diesem super starken Pokémon gehört? Ja. Keine Ahnung, stark eben und mega cool aussehen soll es auch. Das Pokémon wurde in der Nähe von Azuria City gesehen. Angeblich hat es sich dort in irgendeine Höhle versteckt. Was sagst du? Gehen wir es suchen? Wer es zuerst fängt, gewinnt. Ja. Und damit beginnt das Special Let's Go Mewtwo. Oder so ähnlich. Jetzt, wo du Champ bist, wird deine Welt ein bisschen größer. Du kannst jetzt überall auf den Rücken von Glurak, Aerodactyl und Dragoan durch die Lüfte fliegen. Hey, ich weiß, du genießt gerade den Moment, in dem deine Welt größer geworden ist, aber erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Axel von Route 1. Jetzt, wo du Champ bist, habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Überall in Kanto sind Trainer aufgetaucht, die den Umgang mit einem bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie nennen sich Meistertrainer. Ich an deiner Stelle würde mich für den Anfang an Pikachu-Meisterinnen versuchen. Du findest sie bestimmt irgendwo im Vertania-Wald. Wenn du mehr wissen willst, frag mich einfach. Okay, nee. Das wollen wir jetzt gerade eigentlich erstmal nicht machen, sondern wir wollen nach Azuria City, zur Azuria-Höhle. Geheimtechnik, Himmelsritt. Hier ist Azuria. Nein, nein, hier ist Prismania. Warte mal, wo ist denn Azuria? Hier oben ist Azuria. Entschuldigung. Man könnte nicht meinen, dass ich mich in Kanto auskenne. Könnte man echt nicht meinen, wenn man sich den letzten Part anschaut. Warte mal, wie geht's unserem Team? Ist das voll auf? Yes. Ich weiß aber auch noch nicht, ob wir es schaffen, Mewtwo zu fangen. Möchte ich gleich vorab sagen. Wir sind erst Level. Wir sind jetzt nicht besonders gelevelt für den. Ach, da ist noch das Glumanda, was wir uns holen können. Ich würde hier gerne schwimmen. Pikachu. Geheime Technik. Wellenspurt. Ups, jetzt bin ich in irgendwas reingeschwommen. Ein Tentacher. Haben wir schon. Da ist auf jeden Fall noch so ein starker Trainer, aber wir gehen gleich in die Azuria-Höhle weiter. Ja. Wir versuchen die Höhle jetzt auch ein bisschen in einem Speedrun durchzuhauen. Ich hoffe, wir schaffen das in einem Part, diese Höhle komplett durchzumachen. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wo Mewtwo ist. Ah, da wäre noch ein Item gewesen. Ah! (lacht) 52.
Ein Top-Beleber. Ja, hier kommen wir wieder dahin, wo wir gerade runtergegangen sind, oder? Ja. Nehmen wir sofort mit. Gehen wir hier mal runter. Das wir mitnehmen können. Jetzt, wo ja sich auch Let's Go Pikachu zum Ende neigt, wird es ja bald neue Let's Plays, neue Videos hier auf dem Kanal geben. Und da wollte ich euch einfach schon mal vorab ankündigen, dass ich noch ein kleines Video auch in der Woche, wo das jetzt rauskommt, das ist ein Ditto. Plane, wo ich so ein bisschen einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate für das Jahr 2023 bringen möchte. Genau. Pikachu ist jetzt nervös, das heißt, wir sind in der Nähe von Mewtwo. Hier ist ein Enderon, das können wir eigentlich auch, ich glaube, das haben wir auch noch nicht fangen. Oder haben wir Enderon schon? Nein. Ah, fast wäre es einfach perfekt gewesen. Naja. Ja, wie gesagt, das wird es dann auch noch geben, weil das ja jetzt zu Ende ist. Ich würde gerne noch ein paar andere Spiele hier auch auf dem Kanal neben Pokémon zocken. Aber natürlich auch weiter Pokémon. Und da wollte ich euch einfach mal so dann ein kleines... So, was ich so geplant habe, was ich mir so überlegt habe, Video machen. Oh nein, das ist wieder so ein Zappel-Philipp. Wartet mal, Beutel... Welche sind die Nanabären? Ja. Hä? Als geht das wieder los. Mann. Das ist so irgendwie... Ich manchmal das Gefühl, dass die Controller so ein bisschen einen leichten Trall in irgendeine Richtung haben. Bevor es wieder losspringt. Komm, Ditto. Bleib dran, Ditto. Ditto, 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 Ditto. Das ist ja das Pokémon, was man ja so zum Züchten immer braucht. Gut, in dem Spiel kann man ja nicht züchten, aber so in allen anderen Spielen braucht man es ja immer. Ich habe das Gefühl, dass es gleich fliehen wird. Hi! Jetzt hüpft es wieder wie verrückt durch die... Durch die Gegend. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn das Pokémon auf der linken Seite hockt. Na gut. Ich wollte gerade sagen, ist das Zielen für mich leichter. Wisst ihr was? Wir fangen Ditto an mal. Ist mir jetzt so doof. Weil ich bin ja eigentlich hier wegen Mewtwo und nicht wegen Ditto. Genesung. Also wie gesagt, keine Ahnung, ob wir überhaupt Mewtwo schon besiegen können. Aber wir können es ja mal probieren. Das ist als Special. Hm? Hier, komm. Da ist Mewtwo. Wir speichern. Und schaue ich einmal kurz ins Team, wer vorne ist. Frederik, ich würde gerne in Simon wechseln, weil Simon hat ja Biss. Und mit Biss werden wir, glaube ich, ganz gut gegen Mewtwo aufgestellt. Wir müssen ja erstmal gegen Mewtwo kämpfen.
legendäre Mewtwo. Wer kannte nicht die Story von Mewtwo? Oh, das ist halt schon Level 70. Okay. Wir können Mewtwo aufgeben, das werden wir nicht schaffen. Das will uns nicht fliehen lassen. Ist Mewtwo jetzt eigentlich noch da? Okay. Dann gehen wir einmal kurz raus aus dem Spiel. Und neu rein. Also gut, Mewtwo ist uns erstmal noch zu schwer. Aber dann wissen wir das jetzt einfach. Ich werde dann Mewtwo von dem anderen Spiel mir rüberholen und dann können wir ja mal hier vielleicht, wenn ich den Pokédex vervollständigt habe, und ich wieder Lust habe auf Livestreams. Mewtwo versuchen, Shiny zu hunten. Aber damit hätten wir das schon mal geklärt. Mewtwo können wir nicht fangen. Sind wir einfach noch. Aber das habe ich mir halber gedacht, dass wir da noch zu schwach für sind. Gehen wir jetzt noch zum. Gehen wir hier raus und gehen noch zum Donnerberg. Können eigentlich auch ein Flucht-Item nehmen. Nicht Donnerberg. Haben wir ein Fluchtseil? Hier. Dann gibt's da eben so einen Part, wo wir die beiden Sachen noch erkunden, die wir noch nicht erkundet haben. Passt auf, Team. Nein. Aber ich habe das halber vermutet, dass das noch nichts wird. Hier kann man doch, glaube ich, nicht da beim Felsentunnel auch. Scheinbar nicht. Okay. Ich dachte immer, man kann zum Felsentunnel dort vom Felsentunnel auch landen. Gehen wir jetzt noch dazu. Zapdos. Haben wir halt nur einen Special Part. Ich hatte erst gedacht, wir machen zwei Special Parts draus. Aber da wir ja Mewtwo auch nicht herausfordern können und jetzt erstaunlich schnell da durchgekommen sind, machen wir jetzt halt noch einen Special Part, wo wir einmal zu Zapdos gehen. Ich denke, Zapdos müssten wir fangen können. Mein letzter Wissensstand nach war Zapdos nicht so schwer. Und dann wird es halt noch einen Special Part geben mit einer Ankündigung, die ich habe. Und dann wird es noch einen weiteren Special Part geben. Den nehme ich aber ein bisschen später auf. Und dann schauen wir mal. Hier gibt es doch Tratini, nicht? Das brauchen wir auch noch für unseren Pokédex. Hier im Wasser. Ich meine zumindest, dass ich hier damals Tratini Shiny gehuntet habe, aber es taucht gar nicht auf. Es taucht irgendwie gar kein Pokémon auf. Das ist ein Item. Holen wir uns zumindest schon mal Zapdos. Oh, hier gibt es einen Donnerstein. Hier gibt es Voltoball. Ja, Pika, wir kriegen das hin. Da ist noch ein Item. Nehmen wir gerade den Voltoball noch mit.
Perfekt, gefangen! Man sagt, es tarnt sich als Pokéball, um sich zu schützen. Allerdings zerstört es sich schon bei den kleinsten äußeren Einwirkungen selbst. Ja. Das stimmt. Ich glaube, dass die Trainer hier gar nicht so stark sind. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig laufe, wenn ich ehrlich bin. Das ist noch ein Item. Item Donner! Was ist das? Ist das ein Lektorball? Kavum! Tatsache. Witzig. Da habe ich mir auch nicht dran erinnert, dass die Lektobälle so sind. So, ich muss sogar erst gegen den kämpfen. Okay. Nein, das ist schon wieder so ein Viech, was durch die Gegend springt. Oh, erster Ball. Er speichert elektronische Energie in seinem Körper. Schon die geringste Erschütterung lässt es explodieren. Welche Ironie, dass Lektoball und Pikachu, wollte ich jetzt schon sagen. Und, Voltoball sich so ähnlich sind. Und könnte meinen, sie wären... Nee, nee, sind ja Entwicklungen. Ey! Elevoltec? Nee, nicht Elev. Jetzt bringe ich sie alle durcheinander. Eletec? Eletec, Eletec, Eletec. Yes! Größere Stromausfälle sind fast immer darauf zurückzuführen, dass ein Eletec den Strom eines Kraftwerks gefressen hat. Na dann. Wenn es Eletec schmeckt. Mir würde jetzt Strom nicht so schmecken, aber... Noch ein Donnerstein. Oh, schnell an dem Voltoball vorbei. Aha. Da ist nochmal ein Lektoball. Der scheint ein Experte, was Zapdos ist, zu sein. Da ist auch noch ein Lektobar. Boah, ich weiß noch, für die, die, wie heißt es? Einer war es? War es in Einer? Was in einer mit den Tarnpinguinen? Also diesen Pilzen? Die dann immer überall rumlagen und man hat gedacht, das wäre ein Item. Dann haben die einen angegriffen. Ich weiß noch, am Anfang fand ich das voll coole Idee. Und dann hat mich das irgendwann so aufgeregt, weil die immer überall rumgelegen sind. Ach ja. Es erzeugt seltsame Radiowellen, durch welche die Lufttemperatur in einem Radius von einem
Kilometer um 2 Grad steigt. Wäre mir nicht sympathisch. Ich finde es sowieso schon viel zu warm im Sommer. Wenn da noch so ein Viech wäre, das ihr die Lufttemperatur erhöht. Nee. Hallo Zapdos! Auf dass wir mit dir mehr Glück haben. Aber Zapdos kann man ja relativ früh schon theoretisch fangen. Dadurch dürfte es zumindest, was das Level betrifft, nicht so hoch sein. Gehen wir auf Pikachu, weil ja, Wasser ist schlecht. Ja, wir nehmen Pikachu. Hallo Zapdos! Ich muss ja persönlich sagen, dass ich damals Zapdos richtig cool fand, so in Pokémon Mystery Dungeon 1, also blau und rot, wo du da auf die, wo Zapdos ja hier das Dicta entführt und du dann versuchst Dicta zu retten und Zapdos so Ikone, nee, gar nicht wahr. Oder entführt das Dicta? Oder Tangelus? Oder beide? Auf jeden Fall, wo du Zapdos dann so bekämpfst. Ah nee, Dicta war Starlo, Star, war hier, ach, wie heißt? Ja, Panzer Aeron. Oh, halt, wir müssen ja schnell kämpfen. Hups. Oh, der macht aber gut Schaden. Und Zapdos war ja... Der Zapdos entführt ja Ding hier. Tangelist. Spoiler für die, die die Mystery Dungeon Teile nicht kennen. Aber ich habe die echt geliebt, die Pokémon Mystery Dungeon. Ist ja so, dass wenn man ja Zapdos, Arktos, Lavados so gefangen hat, ist es ja, dass man die in der Wildnis auch treffen kann. Als ganz, ganz seltene Encounter in der Luft. Ist es einem von euch, wie soll ich sagen, hat einer von euch schon mal einen von denen getroffen dann so in der Wildnis? Und hat den vielleicht sogar als Shiny dann dadurch bekommen? Also... Ich bin ihnen tatsächlich, ich glaube Zapdos tatsächlich zweimal begegnet in der Wildnis. Aber ich habe es nie geschafft, also ich hatte es nie als Shiny. Ich habe nur einmal einen Shiny Zapdos in Let's Go. Ne, nicht in Let's Go, in Pokémon Go heißt es. Also auf dem Handy. Ja, wir heilen uns noch einmal. Genau. Aber mir ist, glaube ich, Zapdos zwei oder dreimal in der Wildnis begegnet, tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ich finde Zapdos nicht so das schöne Shiny. Ich finde, der Shinies, also ich finde Shinies viel schöner, wenn die so, wirklich anders aussehen als ihr Original. Also, wenn du auf den ersten Blick siehst, aha, das ist ein graues Glurak, um bei der Generation zu bleiben. Und ich finde halt, dass es bei Zapdos ja nicht so ist. Da sind ja nur die Farben. Also es ist dieselbe Farbe bei... Wir haben es beim ersten Mal gefangen. da ist ja nur die Farbe ein bisschen anders. Also intensiver. Also das Gelb ist kräftiger, intensiver. Und der Schnabel, der ist ja, glaube ich, eher so orangelich und die Füße statt gelb. Aber naja, dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint, wenn sich der Himmel verdunkelt und Blitze unablässig herunterdonnern. Ja, Pikachu? Pika betrachtet den Pokéball mit freudenstrahlenden Augen. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier auch diesen Part. Mit dem Versuch, Mewtwo zu fangen, was ja nicht so geklappt hat. Und dem Versuch, Zapdos, nicht Zapdos. Zapdos zu fangen, was ja geklappt hat. Ich hoffe, es hat euch so als kleines finales Special gefallen.
Ich schau mal, vielleicht werden meine Pokémon ja vom Level her irgendwann so groß sein, dass wir Mewtwo nochmal in so einem Special fangen. Vielleicht hole ich mir Mewtwo, aber einfach auch. Ich habe Mewtwo auf Pokémon Go. Ich habe Mewtwo in Let's Go Evoli damals gefangen. Also ich habe Mewtwo und kann es eben rüberholen von den Spiel- oder Speicherständen. Von dem her ist das kein Problem, sage ich jetzt mal. Um halt dann den Pokédex zu vervollständigen. Aber vielleicht werden wir Mewtwo trotzdem nochmal fangen. Und ich hoffe, euch hat dieses Let's Play so viel Spaß gemacht. Wenn ich so auf meinen Kanal schaue. Oh, ich bin immer so schwierig in solchen Abschlussreden halten, sozusagen. Aber das war jetzt offiziell sozusagen als Special der letzte Part. Und Part 40 sozusagen indirekt. Und ja. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, wollte ich sagen. Und so, wenn ich so mir die Aufrufszahlen, die ja doch für meinen Kanal echt hoch waren, worüber ich mich immens gefreut habe, über jeden einzelnen Aufruf und auch über die vielen Abos, die noch reingekommen sind. Das hätte ich mir, als ich damals mit YouTube angefangen habe und auch nach dieser langen Pause, die ich gemacht habe, nie vorgestellt, dass ich jemals so viele Abos auf YouTube haben werden würde. Und es freut mich so immens und ich danke euch dafür. Und ich hoffe, ihr habt auch noch Lust auf andere Let's Plays zusammen mit mir. Und ja. Und dass wir noch eine wirklich toll viele schöne Erlebnisse haben werden. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video. Eure LA.